Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Need for Speed Underground 2. Es ist mal wieder soweit, dass wir ein paar Rennen fahren müssen. Und ui, das ist ein langes Sprintrennen. Oh ja. Bin ich mal gespannt. Die Karre ist aufgemacht. Fahren. Ah, das ist scheiße, nach oben zu fahren. Da hab ich eigentlich keine Lust zu. Weil der Skyline voraus. Der Butcher ist der Skyline. Anders. Geht gut ab, unser Kram, so wie gesagt. Hilfe gesammelt. Passt schon. Was machen die? Die sind ja voll weit weg. Was ist denn hier los? Boah, Alter, ich fahr jetzt gerade so extrem gut. Und in der nächsten Ecke bleib ich hängen, weil ich jetzt schon. Same thing as always. Die ist ganz leise, ich höre nämlich gar nichts. Jetzt fängt mein Vater draußen an, Rasen zu mähen, ey. Hoffentlich hört man das jetzt nicht. Scheiße. So. An eine Kurve. Keine Abkürzung. Keine Abkürzung ist. Kann ich jetzt langsamer machen, egal. Oh ja, Nitro 2 haben wir ja jetzt. Geil. Rollen wir ja den Laden von innen auf. Ein bisschen zu schnell. Schön. Die Abkürzung nicht genommen. Ich fahre gerade Kacke. Die holen wir jetzt gerade ein. Boah. Ey, oh mein Gott, mein Vater ist so laut, ey. Ich hoffe, das ist uns wirklich nicht. Tut mir leid. Hier ist voraus. 10% noch. Ja, 25. Oh Mann. Ja, ich bin kein Rechen-Genie. Verdammte Scheiße, verpiss dich! Oh, das sind 350 Cent. Ich habe so lange auf dich gewartet. Du kamst einfach nicht. Ist ja auch eine schnelle Karre, so würde ich sagen, aber. Und der Coupé schneller war. Oh fuck, Alter, das ist mir so am Arsch kleben, hätte ich gedacht. Da haben wir so gut gestartet. Ein großartiger Fehler habe ich mir auch nicht gerade gemacht. Ne? Läuft schon. Aber leider keine Prestige-Punkte, oder? Prestige, was laber ich hier? Ach, neue Nachricht. Auspuffblenden. Ja, da habe ich schon ewig drauf gewartet. Ich habe schon gefragt, wo bleiben die denn? Wo fahren wir jetzt? Ja, also ich habe vor, hier oben alles zu erledigen. Mache dann von hier alles weg. Dann hier fahre ich hoch und Spezialwenden fahre ich eh wieder runter. Ist ja klar. Ne? So. So weit, so gut. Los geht's. Oh ja, Leute. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen, aber jetzt ist natürlich wieder eine Aufnahmesession. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Es ist April, wo ich dieses Video gerade aufnehme. Zu welchem Zeitpunkt. Und ja, ich habe hier meine Prüfungen. Abschlussprüfungen. Meine Ausbildung geht zu Ende. Und ja, da muss ich eigentlich für lernen. Aber es ist der. Nee, der 15. April, ja, und ich habe im 6. 7. Mai habe ich Prüfungen. 3 Wochen, also noch Zeit zu lernen. Deswegen nutze ich jetzt 1-2 Tage zum Aufnehmen. Für ein Sprint. Nutze ich die Zeit jetzt zum Aufnehmen 1-2 Tage, damit ich wieder ein paar Reserven habe. Und mich voll auf die Prüfung. Ist ja klar. Ihr habt was davon. Und das ist auch eine schöne Ablenkung. Weil ich meine,
Also das ist ja kein Urlaub, das ist eine Prüfungsvorbereitung. Leider. Und der Oliver. Durchzocken. Urlaub fahren. Einfach so viele andere Dinge machen, anstatt zu lernen, ne? Ich meine, ihr kennt das bestimmt, ne? Ich hasse es ja, mich da hinzusetzen und mich da irgendwie... mich da hinzusetzen und zu lernen. Das fuckt mich ab, weil ich immer so denke, was könntest du stattdessen für schöne Dinge machen? Ich bin so begeistert von meinem Urlaub, dass ich schon verlernt habe zu fahren. So, kleiner Leck. Schwimmen wir das? Nee, aber ich kann das nicht. Ich kann mich nicht da hinsetzen und dann lernen. Das ist... Das ist wie mit dem Autofahren, wenn du gegen andere fährst. Boah, Mann, Alter. Ist ja gut. Verkehrsfuck. Ja, das ist mir auch schon was. Also, echt. Oder hatte ich auch mal, jetzt keinen richtigen Verkehrsunfall, aber einen Unfall mit meinem Kollegen. Und zwar, hier Let's Play, oder bei von den Akron 1. Der hat einen, was hatte der? Boah. Ein Smart Roadster, falls der euch was sagt, ist eine richtig sportliche kleine Karre. Hat ein paar, ein bisschen Power unter der Haube, okay. Mit dem bin ich dann zu so einem Grillfest gefahren mit Freunden. Und wie das immer also ist, wenn man grillt im Park oder irgendwo anders, ne? Ist es halt so, da gibt es meistens so eine Parkfläche mit Schutt. Ne? Schutt auf Steine und Dreck und Staub. Ja, und da waren so kleine Bäumchen gepflanzt, die dann irgendwann ausgewachsen werden, glaube ich, wenn ich mich nicht freue, so aus. Ja, die waren überall verteilt, aber es ist halt so, dass man da durchfahren kann, ne? Ja, mein Kollege fährt da drauf, fängt so an zu driften. Ich denk so, okay, will da ein bisschen Eindruck machen mit seiner Karre, ne? Weil man euch den so neben mir dann so, rufen, ne? Und denkst so, ne? Scheiße, das meint er gar nicht so. Ja, Ende vom Lied, er driftet. Drückt auf die Bremse, passiert nichts, er rutscht, bams, ging Baum. Aber richtig Motorhaube eingedrückt, der ganze Motorraum reingedrückt. Ja, kein Totalschaden, aber das kostet. Das kostet ordentlich. Alter! Ich gucke gerade auf die Karte, da sind die hinter mir wieder. Das gibt's doch nicht, warum? Oh nein! So kurz vom Ziel, ich werd bekloppt! Nee, ich hab verloren. Ich hab verloren, tatsächlich, ich hab verloren. Da kannst du wieder die ganze Zeit führen und am Ende verlierst du wegen einem Fehler. Meine Fresse. Ja, Ende vom Lied, der ist gegen Baum gefahren. Uns ist nichts passiert. Danke der Nachfrage. Und ja. Was macht man natürlich dann? Man ruft den Fadi an. Papa! Ich bin gegen den Baum gefahren. Geil. Echt geil. Ja. Vater kam, denkt sich, mein Gott. Hab ich bloß dieses Auto gegeben. Ach, nee. Das war's, ey. Und das Blödeste ist, wir steigen so aus. Das erste, was ich mache, ist lachen. Ich musste einfach lachen. Ich wusste auch nicht wieso. Ich hab nicht über ihn gelacht oder über den Unfall, aber ich musste einfach lachen. Das tut mir auch echt leid, ich hab mich auch so entschuldigt, so, Alter, ich lach nicht über dich, aber es ist gerade einfach so lustig. Frag mich nicht, warum ich so lustig fand, aber... Oh ja, einer hat einen Unfall gebaut. Den Nitro ein bisschen ausnutzen. Diese Momente, wo die aufholen können, ne? Das sind die Momente, wo die aufholen können. Scheiße. Habe ich mir diesen ganzen schönen Abstand schön erkauft und dann ist er futsch. Gia. Boah, war schon eine geile Zeit. Mit den Freunden habe ich leider nicht mehr so viel zu tun. Das ist immer so doof, wenn man halt einen neuen Freundeskreis findet und den alten nicht mehr so viel macht. Freundeskreis nehmen lassen, weil ich auch umgezogen bin aus meinem Heimatdorf und aufgewachsen bin und dann mit 8 woanders hingekommen. Also, so ein bisschen bitter.
viel dazu. Ich habe nicht mal wissen, was ich will. Sehr interessant, nicht wahr? Oh Mann, Alter! Oh, fuck it! Scheiße! Wieder so kurz vor Schluss, ne? Das ist so bitter! Das ist einfach so bitter! Ich hasse diese Canyon-Strecken! Ob ich den noch kriege, ey? Nee, das Auto kommt nicht. Plus der Fixer. Gleiche Kurve. Gleiche Kurve! Das gibt einfach nicht! Er hat auch verkackt. Das ist eine Chance für mich. Komm! Zieh dran, Mann! Wenn ich noch Nitro hätte, ne? Oh, fuck it! Ja, Mann! In your face, bitch! Aber keine Punkte, ne? Das ist bitter. Ich brauche die Rufpunkte. Was gibt's jetzt wieder? Ah, ja. Die Jungs von Erebor suchen ein neues Team. Bin ich hier oben. Motiv, gib dir Mühe und versuch sie zu beeindrucken. So. Leute von heute. Nächstes Rennen. Das letzte für heute. Wird das einfacher. Es wird ein Downhill Drift. Oh je. Was? Wird hart. Oh. Oh, oh, fuck it! Ich hab nicht gewusst, dass es jetzt direkt anfängt, ey. Normalerweise kommt immer so eine Inszenierung. Können wir schaffen? 175.000! Haben wir nicht am Anfang mal gestartet mit 20.000 oder so? Jetzt über. Ach, Alter! Das ist echt ein bisschen heftig. Deswegen. Boah, das war so fies, Alter, dass da einfach einer entgegenkam. Ich würde diesen noch stoppen. Speichert es. Scheiße, der Moment hier. Nein. Das war verpasst, ey. Es kommt auch eine Downhill-Strecke, die habe ich gut in Erinnerung. Da ist nur so ein dreckiger Balken und da musst du 100.000. Boah. Die kann man mit richtig viel Speed durchfahren, aber ich muss ja auch Punkte sammeln. Oh, hier. Oh, Mann, so ein Streifen ist echt fett. Fuck it. Ich vermasse das gerade alles, glaube ich. So. Ah, ich habe schon die Orange, das ist mir ja schlimmer vorgestellt. Aber es kommt noch eine richtig fiese Strecke, das sag ich euch. Gott sei Dank hat das gespeichert. Stell dir mal vor, das wäre auf Zeit. Boah, das wäre nochmal ein bisschen fieser. Da kann man ja gar nicht lang kommen. Oh, schade. Und jetzt habe ich gerade kein Speed, ne? Jetzt kommt das. Total vermasselt alles. Ich hab mir das. Da muss ich hingucken, ey. Das ist WhatsApp, wa? Das ist eigentlich mein. Oh, fuck it, Mann! Oh! Ich muss eigentlich mein Handy ja auf lautlos haben. Ich hab ja jetzt Urlaub! Ah! Ne? Wie dazu? Ich brauch Punkte! Oh, komm schon, ey! Gaylord, sie müssen mir ausweichen. Oh, Mann! Gibt's doch nicht, ey. Och, Mann! Was mache ich denn jetzt gerade? Jetzt mal ohne Witz! Mann! Angestellt, ey. Leck mir was. Leck mir was. 300. Was ist jetzt wieder? Frontscheinwerfer, da habe ich ja schon ewig drauf gewartet. Haben wir noch Zeit, Leute? 15 Minuten fast voll. Fahren wir mal zum nächsten. Thank you.
Was ist hier los? Boah, Leute, dann würde ich sagen, wir enden den Part an dieser Stelle und wir sehen uns zum nächsten Part an dieser Stelle wieder. Bis dann und ciao.